Allen gut da draußen und heute bekommt ihr ein neues Video von mir und in diesem Video bekommt ihr ein Sale Haul Video, denn mich hat eine liebe Abonnentin auf Instagram gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, ein Sale Haul Video zu drehen. Und dann habe ich mir gedacht, boah Nadine, das hast du eh noch nie gemacht, das ist voll die gute Idee und irgendwie wünscht ihr euch immer am allermeisten Haul-Videos und deswegen bekommt ihr das auch von mir. Vor allem, ich drehe das auch immer super, super gerne. Da kann ich nämlich so ein bisschen meine Freude mit euch teilen, weil ich freue mich immer, wenn ich ja generell mir was Gutes tue. Und wenn ich dann noch sparen kann, ist das eigentlich doppelt gemuppelt, sage ich jetzt mal. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Aber bevor wir jetzt starten, wollte ich euch natürlich noch an dieser Stelle ein wundervolles neues Jahr 2018 wünschen, weil ich habe euch das noch gar nicht gesagt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Gesundheit. Halt vor allem ganz, ganz viel Liebe. Das ist so für mich persönlich das Wichtigste und ich hoffe natürlich, ihr habt ein ganz erfolgreiches Jahr. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir doch gleich mit diesem Haul-Video los. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ihr findet wie immer alles ganz genau in der Infobox direkt unter mir verlinkt. Und dann würde ich sagen, los geht's und viel, viel Spaß. Jetzt mal mit dem allerersten Teil und das ist mein persönliches Lieblingsteil von allen. Das ist das aller coolste und das war mega das Schnäppchen. Und das findet ihr einmal in der Infobox. Und zwar ist das diese coole Sporthose. Sie hat eine tolle Passform und was ich ganz, ganz toll finde, sie ist hier unten doppelt genäht, weil ich finde es oft, dass bei Sporthosen, dass die irgendwie so ein bisschen transparent sind und ich hasse das, wenn ich Unterwäsche anhabe und dann siehst du halt die Unterwäsche so durch bei der Sporthose und das ist bei dieser Sporthose nicht. Die hat, glaube ich, reduziert, lasst mich jetzt nicht lügen, 22 Euro oder so gekostet. Ich versuche euch die genauen Preise nochmal hier einzublenden. Habe ich mir bei Hunkemöller online bestellt in Größe S und die sitzt einfach wunderbar. Die macht eine ganz schöne Figur und das ist meine neue absolute Lieblingssporthose. Einmal diesen Pulli hier gekauft und das ist so ein riesen, wunderschöner, großer, kuscheliger, royal blauer Pulli und ich liebe diese Farbe. Also das ist wirklich eine der schönsten Farben, finde ich, und die müsste eigentlich auch jeder Frau und ich würde auch an jedem Mann gut aussehen. Ich bin total überbelichtet. Es ist jedes Mal dasselbe. Entschuldigung. Auf jeden Fall finde ich den ganz, ganz toll zu so einer Strumpfhose, die nicht ganz blickdicht ist oder dann halt mit so Overknees. Finde ich ganz, ganz einen tollen Pulli. Der hat 20 Euro gekostet. Vorher waren es 40 und ich versuche euch den mal in die Infobox zu packen, weil ich finde den so toll und der ist so flauschig und ja, bleiben wir mal bei diesen flauschigen Produkten und zwar habe ich mir einmal diesen Cardigan hier mitgenommen bei H&M. Ich kriege ihn gar nicht ganz aufs Bild. Das ist so ein ganz, ganz schöner, hellgrauer, gestrickter Cardigan, der einen dickeren Stoff hat und vor allem der halt wirklich, wirklich lang ist. Also er geht mindestens bis über die Knie und ich habe mir gedacht, boah, zu so einer Lederjacke und so ist der richtig, richtig schön und ich habe mir den in Größe XS mitgenommen und Leute, der fällt einfach aus wie eine M. Also bei dem würde ich wirklich sagen, auf jeden Fall eine Nummer kleiner, wenn nicht zwei Nummern kleiner. Ist ein ganz, ganz toller Cardigan und für den habe ich nur 15 Euro bezahlt und da habe ich mich mega gefreut, weil der hat vorher 40 oder so gekostet und da habe ich mir gedacht, oh yeah. Dann ein weiteres Schnäppchen bei H&M direkt im Geschäft ist nämlich dieses Oberteil und das ist halt jetzt sehr, sehr unspektakulär und jeder, der mich kennt, weiß, das ist meine Farbe. Ich liebe, liebe, liebe Beige und Weiß und so Rosé-Töne. Ich mag das auch super gerne, wenn es halt ja, so schulterfrei ist. Mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Und ja, das hat dann nur noch 2 Euro gekostet von, ich glaube, vorher 9 Euro oder so. Und dann habe ich mir gedacht, ey, hallo, da kannst du alles so anziehen. Jeans, Cardigan, geht alles. Also das finde ich wirklich super, super toll. Online einen Body bestellt. Und zwar ist das dieser Body hier. Und den finde ich halt schön, wenn ihr so eine weiße Hose dazu anhabt und dann eben so einen weißen Cardigan eventuell dazu. Also den finde ich wirklich ganz, ganz schön mit diesen spitzen Details. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen. Ich persönlich finde, er ist sehr, sehr weit ausgeschnitten. Ja, was man da so drunter zieht, dass es nicht ganz so krasser Ausschnitt ist. Wisst ihr, was ich meine? Weil das geht wirklich so und ja gut. Auf jeden Fall finde ich den ganz, ganz toll und ich glaube, der hat um die 15 Euro oder so gekostet. Also ich habe eigentlich für alles, glaube ich, 15 Euro bezahlt. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit Bershka. Ich habe mir nämlich so ein paar Sachen bei Bershka online bestellt und über diese Sachen freue ich mich wirklich richtig, richtig doll. Ein paar Sachen davon hatte ich schon im Auge, wo es noch nicht reduziert war und als ich dann gesehen habe, boah, es ist reduziert, habe ich es mir sofort bestellt und da zeige ich euch jetzt auf jeden Fall 2 Jacken. Mein Papa darf dieses Video nicht sehen, weil mein Papa hasst es, wenn ich mir Jacken kaufe, weil ich
relativ viele Jacken habe, aber egal. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal diese wunderschöne Jacke, und zwar ist das so eine gefütterte Bomberjacke in so einem wunderschönen Roséton. Und wie gesagt, ich bin jetzt der Meinung, ich kann überhaupt kein Pink oder so ein kräftiges Rosa tragen. Aber dieses Rosé, ne, das finde ich schon ganz schön. Aber alles andere, das sieht bei mir so transenmäßig aus. Das finde ich wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Und diese Jacke ist einfach so, so cool und die sitzt auch so schön. Ich habe mir die einmal in Größe XS bestellt und ich werde euch die auf jeden Fall angezogen zeigen, weil die ist so, so schön und ich freue mich so über die, weil die hat, glaube ich, nur noch, ich glaube, die hat nur noch 25 Euro oder so gekostet. Also die war halt richtig, richtig schön reduziert. Und dann habe ich mir gedacht, boah, Nadine, die bestellst du dir jetzt auf jeden Fall. Dann geht's weiter. Da könnt ihr mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet, weil ich bin mir noch nicht ganz zu 100% sicher. Also ich finde sie eigentlich, ich zeige es euch ja schon, ich finde sie eigentlich wirklich, wirklich cool, aber ich weiß nicht, ob sie mir so zu 100% steht. Also, ich könnte sie theoretisch noch zurückschicken, aber ja, jetzt schauen wir mal. Und zwar ist das so eine, ja, gefütterte Jacke von Bershka und die hat halt hier so Fell so außen und ist halt so rosa gehalten. Und wie gesagt, ich habe halt so ein bisschen das Rosa-Problem und das ist ein anderes Rosa wie jetzt das hier. Also, das klingt jetzt so total bescheuert, aber ich meine das echt ernst. Ich finde die wirklich, wirklich cool und die sieht auch total lässig aus und hat halt hier dann an der Seite nochmal so Schnallen. Und die war halt auch, ich glaube, von 50 Euro oder so auf 25 oder so reduziert. Den Frühling ist die auf jeden Fall auch ganz, ganz toll. Und jetzt, wenn es so wärmere Wintertage gibt, kann man die auch sehr gut tragen. Dann habe ich mir bei Bershka einen ganz, ganz lässigen Pulli bestellt. Und ich muss jetzt sagen, wenn ich euch den jetzt so zeige, sieht der ein bisschen unspektakulär aus. Und dann habe ich mir auch erst gedacht, oh Nadine, vielleicht schickst du den doch zurück, aber dann habe ich den anprobiert und dann habe ich mir gedacht, boah, sitzt der cool. Und zwar sieht der so aus, da steht Really? About Us drauf. Und ich finde halt diese Kombination aus Grau und Schwarz und Rot halt mega cool. Also ich denke mir halt auch, dass das sehr schön zu roten Lippen und so aussieht. Und wie gesagt, ich muss euch den auf jeden Fall angezogen zeigen, weil der so lässig sitzt. Und ich habe mir den in Größe M bestellt, weil ich ganz gern mag, dass diese Pullis so oversize sitzen, dass du dich da 10.000 Mal so einkuscheln kannst. Das mag ich halt super, super gerne. Und ich glaube, der hat so um die 13 Euro gekostet. Dann habe ich jetzt noch ein T-Shirt am Start, wo ich mir ehrlich gesagt nicht so zu 100% sicher war, wo ich es bestellt habe und es aber auch anprobiert habe und dann mir gedacht habe, boah, das ist echt lässig, und zwar sieht das so aus. Es erinnert mich irgendwie, ich bin so überbelichtet, Leute, es tut mir so leid. Hallo, geh runter. Und zwar, ich versuche es jetzt mal so, ist es so ein schwarzes Oberteil und es erinnert mich halt irgendwie total so an American Style, würde ich mal sagen. Und der Clou bei diesem Oberteil ist, auf der linken Seite ist hier so, so ein Spitzeneinsatz drin. Und das finde ich halt echt schön. Also ihr müsst halt einen schwarzen BH dann drunter ziehen. Aber da sieht man halt so ein bisschen was durch, aber nicht zu viel. Wisst ihr, was ich meine? Also das finde ich ein ganz, ganz cooles Oberteil. Zu dann so einer schwarzen Jeans und dann zu Nikes oder so. Finde ich das richtig, richtig cool. Und ich glaube, das hat nur noch 11 Euro. Oder so gekostet. Also, das war gebockt. Dann kommen wir zum letzten Teil von Bershka und dann habt ihr schon überstanden. Es ist so ein ganz, ganz unspektakulärer Strickpulli in so einem Cremeweiß und der ist richtig, richtig flauschig und der ist halt wirklich ultra groß geschnitten. Also den habe ich mir auch zu so Overknees vorgestellt und das ist jetzt Größe XSS und wie gesagt, der sitzt, finde ich, wie eine L oder so. Ist ein super, super hübscher Pulli, werde ich euch auch angezogen zeigen. Hätte meiner Meinung nach aber noch ein bisschen länger sein können. Dann habe ich auch noch vergessen, was zu zeigen, und zwar habe ich bei H&M im Geschäft mir eine Bluse, beziehungsweise es ist ein Hemd, gekauft. Und zwar war ich in der Männerabteilung. Und Leute, ich bin öfter in der Männerabteilung. Dann habe ich mir dann dieses Hemd hier gekauft. Und es hat halt so eine, ja, so, die Farbe kann ich nicht beschreiben. Also ich finde, es ist kein reines Khaki, aber schon Khaki, aber kein reines Khaki, keine Ahnung. Und ich finde das halt super lässig. Und ich finde das ganz, ganz toll, wenn ihr so eine Oversize-Hose oder so anhabt. Also Oversize-Hose, so eine Boyfriend-Hose oder so ein Crop-Top und dann dieses Hemd drüber. Ich finde das echt lässig und das hat auch nur 13 Euro gekostet, habe ich mir in Größe S mitgenommen und es sitzt halt wirklich, wirklich schön. Also, ja. Dann kommen wir schon zum letzten Teil von meinem Sale-Haul-Video und zwar habe ich mir
was bei Zara bestellt gehabt, weil ich auch noch so ein paar Geschenke gebraucht hatte. Und dann habe ich gesehen, dass ein Schal im Sale ist, der mir schon die ganze Zeit gut gefallen hat. Und zwar sieht der so aus. Das ist halt so ein karierter Schal, der so ein bisschen oldschool-mäßig, finde ich, aussieht. Und das finde ich halt wirklich cool. Also ich mag das super gerne, wenn so Sachen so ein bisschen altbacken irgendwie aussehen. Und der Schal gefällt mir halt wirklich, wirklich gut. Das ist wieder so ein ganz, ganz großer Schal. Und der hat 12 Euro gekostet. Also ich glaube 11,95 oder so. Und dann habe ich mir den endlich mitgenommen. Der ist auch ganz, ganz weich. Und den finde ich halt ganz schön so zum Drüberziehen und so. Weil was soll man sonst mit dem Schal machen? Und das war's jetzt auch schon mit meinem Sale-Haul-Video. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich so ein bisschen euren Geschmack getroffen habe oder eher nicht. Wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Wir haben ja alle einen unterschiedlichen Geschmack. Und ansonsten sehen wir uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ich freue mich wahnsinnig auf euch. Und dann würde ich sagen, bleibt mir unbedingt gesund und bis hoffentlich bald. Tschüss!